Hi, ja, jetzt wird es langsam dunkel, das Licht ist schon an und ja, meine Frisur sieht jetzt ein bisschen schrecklich aus, aber wenn man den ganzen Tag die Mütze auf hat und den Kamm vergessen hat, dann, ja, dann bist du da jetzt durch. Ich wollte euch noch eine coole Geschichte erzählen. Und zwar war das bei dem zweiten Termin. Es war so spannend. Wir sagen ja so oft, und vielleicht kommt es dem einen oder anderen an Ohren raus, das Pferd ist dein Spiegel. Und das war jetzt so eine Geschichte, da kann man wirklich nur sagen, Amen, yes. Es ging um ein Warmblut. Ich sage jetzt mal, der super schlau, tolles Pferd, aber der war ein bisschen büffelig, weil der auf dem anderen Kanal war. Der war nicht wirklich aufmerksam. Das war eigentlich sein Hauptproblem. Und die Besitzerin ist eine super nette, rücksichtsvolle, angenehme Person. So, jetzt hat das in dem Fall aber, naja, nicht so gut funktioniert mit dieser Zurückhaltung, weil dieses Pferd hat es gnadenlos ausgenutzt. Also mit anderen Worten, sie fast über den Haufen gerannt. Und beim Verladen dann, ja, als wäre die gar nicht da gewesen. Also trifft dann die Entscheidungen. Und es war interessant, als sie nachher erzählte, was sie in ihrem Job macht. Und was da so passiert, es waren eins zu eins die gleichen Muster. Sie erzählte mir, dass die Leute in ihrem Job, also auch die, die unter ihr sind, die schreiben ihr dann E-Mails, setzen sie ins CC und belasten sie im Prinzip mit Aufgaben, was gar nicht ihre Aufgaben sind. Das heißt, die sind übergriffig, genau wie das Pferd. Die überschreiten Grenzen. Und dann sage ich, ja, was machst du denn dann? Ja, ich erledige das dann. Ja. Finde den Fehler. Das ist genau das, was sie dann auch macht mit dem Pferd. Und das Spannende ist, dass sie aber, und das ist das, was passiert, wenn man mit so einem Pferd arbeitet und sich dessen bewusst wird, sie hat gemerkt, dass in dem Moment, wo sie angefangen hat, Raum einzunehmen, ihren Raum einzunehmen, wo sie klar wurde, wo sie einfach mal eine Grenze gezogen hat und hat gesagt, was sie will und was sie nicht will. Ich meine, mehr ist es nicht. Hat sie auf einmal gesehen, dass das Pferd anfängt, das zu verstehen. Und die Sorge, die ganz viele Menschen haben, besonders Frauen, die sagen dann, ja, aber wenn ich mal ein bisschen deutlich bin und ich bin klarer, dann hat mein Pferd mich nicht mehr lieb. Wenn ich mich mal durchsetze und vielleicht sage, diese E-Mail will ich nicht haben, vielleicht mögen die mich dann nicht mehr. Ich sag dir was, was bei Pferden richtig ist, ist bei Menschen auch richtig. Es funktioniert. Die beachten dich mehr, die respektieren dich mehr, weil du eine klare Linie ziehst. Klarheit ist sehr angenehm. Unklarheit, Verwirrung ist nicht das, was wir wollen. Und ja, wie gesagt, es war sehr interessant zu sehen, was passiert, wenn sie ihre Rechte auch mal einfordert. Das Pferd war 0,0 eingeschüchtert, das Pferd war auch nicht pisst oder sauer, sondern ganz im Gegenteil, es war sogar eher dankbar, dass sie angefangen hat, klar zu kommunizieren. Und das ist das, was wir von den Pferden lernen können. Genau das. Ich finde es immer krass und ich finde es toll, wenn dann auch so ein neues Bewusstsein entsteht und man dieses Wissen, was man ja gefühlt hat in dem Sinne, dass man dann zum Job trägt oder in die Familie oder wo auch immer dieses ähnliche Thema auftaucht. Vielleicht hast du auch so ein paar Themen, es würde mich interessieren. Vielleicht schreib sie einfach mal in die Kommentare und wir reden da einfach mal drüber, wir alle zusammen. Also, bis demnächst und schönen Feierabend.